Folge 276 von Simotrans. Ja, wir wollten den roten Zug aufrufen. Da müssen wir mal gucken, dass wir da reinkommen. Wo ist er denn? Ist der das? Nee, es muss einer sein, der, sag schon, zum Kohlekraftwerk fährt und der muss ja von der Kohlemine kommen. Da ist er wohl, das ist er wahrscheinlich, oder? Dieser Zug wird es sein. Fahrzeugteils gucken wir gerade rein. Ja, ist die BR111 und den wollten wir noch kontrollieren, oder wie war das? Gut, der ist auf jeden Fall voll. Ja, volle Leistung, volles Geld. Der bringt uns richtig voran. Volles Geld, gutes Dingens. Dann gucken wir doch mal hier rein. Marge ist 30,6. Das heißt, wir sind da auch besser geworden. Das war irgend vorher eine 2 vorne auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es 28 oder 29 sowas war oder ob es 24 sogar nur war. Unser Geld fließt. Wir haben zwar hier jetzt 86 Millionen Miese, aber wir haben auch einen Fahrzeugwert dazugekriegt. Was natürlich war, dass die Gleise da Geld gekostet haben beim Ausbau letzte Folge, ne? Okay. Aber ich denke, wir kriegen das schon weiter in den Griff. Jetzt sollten wir vielleicht mal schauen, was wir als nächstes machen. Lass den mal da gerade reinfahren. Der hat entladen und wir haben, ja, der fährt natürlich leer zurück, aber das ist dann halt so. Gut, okay, dann schauen wir mal weiter, dass wir was machen. Gute Frage. Ich glaube, wir sollten mal hier schauen, dass wir diesmal nicht die Züge nehmen, sondern die Haltestellenliste. Und ich muss mir das mal hier rüber machen, weil ich ein bisschen anders hier sitze. Und wir gucken mal nicht nach Bezeichnung, wir gucken nach wartend. Ich glaube nochmal, ne? Nee, wartend war schon richtig, aber absteigend. Döbel, Nordwald. Da liegt Weizen und da liegt Gerste. Also 56.000 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Und wo sollen die hin? Und welcher ist das? Der gehört dahin, ne? Und der gehört dahin. Das heißt, hier haben wir die landwirtschaftlichen Güter liegen, die mit dem LKW ja hier rübergefahren worden sind, ne? Das bedeutet, hier muss ein Schiff her und soll das wegbringen wahrscheinlich, ne? Verbindungen, Getreibe, Döbeln, Stadt, Hafen. Jetzt lass mal überlegen. Haben wir hier nur diese LKWs, die das falsch beliefern, die nicht fahren, weil sie hier einen falschen Wartepunkt haben? So, den habe ich offen, muss aber gerade die Linie einmal checken. Döbeln Tierfutter 100%. Würde ich jetzt mal gerade rausnehmen, um zu gucken, ob die LKW auch in die andere Richtung was befördern. Ich denke mal ja. Jetzt ist die Frage, ob... Shit, jetzt ist natürlich... Ja, voll ist er. Passt. Voll sind sie. Die bringen nichts rüber, ne? Die müssen was rüberbringen. So. Und jetzt wird es da natürlich auch weniger dann wahrscheinlich, ne? Warte, das ist jetzt aber nicht unser Hafen. Der da ist es. Und dann wartend. Und jetzt wird's weniger. Ja, es hat gut geklappt, ne? Ja, da hatten wir was falsch gemacht. Der holt jetzt nur Gerste da weg. So, dann kriegt die Tierfutterfabrik natürlich auch wieder Gerste und Weizen, um Tierfutter herzustellen, ne? Weizen, Gerste haben sie natürlich genug, aber es wird auf jeden Fall produziert. Naja, das passt auf jeden Fall erstmal dann. Gut, dann wird es da auf jeden Fall weniger. Das war unser Ziel. Die machen auch wieder Geld hier dann, ne? Jetzt ist unsere Marge bestimmt schon wieder gestiegen dann, ne? Naja, ob die der eine Prozent jetzt davon kommt, ist die nächste Frage, ne? Gut, aber wir waren bei den Haltestellen, die wir jetzt doch nochmal aufrufen. Döbelnorte haben wir, dann sind wir jetzt da. Sonderhausen
hat 30.000 Passagiere. Okay, die sind auch gleichzeitig mit der Bahn zu fahren. Aber die sollen zum 21.000 sollen zum Mittelgebirgsrathaus. Wer fährt denn dahin? Sondershausen Hirsch, Sondershausen Ludwig, Sondershausen Rosenweg. Der definitiv nicht. Dann muss es ja der Süd sein, ne, oder? Hirsch, Mittelgebirgsrathaus, da ist er. Also ist dieser Bus immer voll, würde ich sagen. Auf jeden Fall auf der Strecke dahin. Und 30.000, davon 21.000 da. Ich glaube, wir können da mal einen Bus nur zum Rathaus machen, erstmal, wa? Damit einer das noch übernimmt. Floto war das dann. Tja, bedeutet, wir müssen eine neue Linie machen. Neue Linie. Hirschweg ist hier. Mittelgebirgsrathaus ist hier. So. Linie ist fertig. Kriegt jetzt noch einen Namen. Stadtbus Rathaus, nee, Bahnhof, ne? Rathaus. Bahnhof Rathaus, passt. Schuss. Haben wir. Können wir zumachen. Und dann sollten wir überlegen, wie viele Busse wir da drauf setzen. Hier oben muss das Depot ja irgendwo sein, da ist es. Tja, 95, 99. Mercedes-Benz. Warte mal, hier oben haben wir ja noch so einen Zusammengewürfel. 48 plus 50 sind 98. Gibt es noch so einen? Ja, da. Der hat 52 und hier hat er 53. Der ist also noch größer. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen den. Haltlänge 2. Das ist die Frage, ob wir Haltlänge 2 da unten haben. Aber eigentlich ist er ein Postkasten nehmen, also sollte Haltlänge 2 auch sein, ne? Und das war jetzt Stadtbus Bahnhof Rathaus. Tja, war jetzt sehr aussagekräftig, weil da Sondershausen fehlt oder was war's? Also einer, ich mach da mal Dreier draus. Und dann müssen wir noch einmal reinchecken, dass wir die Linie umbenennen. Wo ist er jetzt? Sondershausen Bahnhof Rathaus. War Sondershausen, ne, oder? Ich will's hoffen. Ja, steht auf jeden Fall Sondershausen hier. Dann muss es da oben auch Sondershausen sein. Hier kann aber ein Leerzeichen weg. Dann haben wir das. Passt erstmal. Jetzt können wir da mal einen verfolgen. Das kann zu. Das ist der andere. Den lassen wir da aber trotz alledem noch fahren. Obwohl, eigentlich können wir das rausnehmen, das Ziel. Und die Verdi-Straße hat nämlich auch noch ein paar tausend, paar mehr. Dann käme die Frequenz öfter dahin, ne? Ja, Stadtbus Sondershausen. War es Ost? Nee, ich glaube Süd war es. Genau. Linie ändern. Das Rathaus löschen wir raus. Wir löschen auch noch den Hirschweg dann da einmal raus. Dann passt es.
Dann lass das so. Ja. Falls da Post war, dann hat sich das jetzt mit der Post erledigt. Ja, das war jetzt falsch geklickt. Ja, die Postdecke sind da aber immer noch. Ja. Schmiedehafen. Das heißt, die müssen mit dem Zug weggebracht werden, die 16.000. Und das ist dann innerorts der Rest, glaube. Nee, nach Lauter geht's ja auch noch. Aber das sind die unteren drei. Ja, die Busse kommen jetzt auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall schon in der Stadt, die ja doch schon ganz schön groß geworden ist, ne? Und die Vielfalt der Häuser ist ja jetzt schon richtig cool. Hier so eine schicke Kirche, die sieht echt richtig cool aus. Hier ist der erste Gelenkbus. Wir haben natürlich den letzten, aber ist auch egal. Und hat er schon Passagiere? Ach, das ist jetzt auch gerade meiner, ne? Hat aber noch niemanden dabei. Wir werden es gleich sehen. Das Postauto hier ist natürlich nicht das größte, ne? Hat auch voll geladen. Mal gucken. Also hier sind zack 105 drin, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, zur Haltlänge 2 passt hier genauso wie da. Sind wir mit hingekommen, ne? Ich lass uns gerade mal gucken, was er hier an Kohle macht. Er hat natürlich die weite Anfahrt jetzt gehabt, ne? Ist auch klar. Ja, den lassen wir mal offen und lassen mal gucken. Hier unten ist natürlich jetzt nur noch ein Postsack drin, ne? Wo fährt er jetzt rum? Da unten. Und kriegt aber 17 da wieder mit. Also da ist das nächste Problem wahrscheinlich mit der Post. Packen wir die Post auch noch an? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir machen da noch einen Post-LKW oder sowas drauf. Da gibt es ja auch größere, wie wir hier sehen, ne? Ist die Frage, welchen. 80, Geschwindigkeit ist alle gleich, PS-Zahl ist der Unterschied. Ich glaube, wir nehmen mal den zweiten hier dann. Und Anhänger, also der muss hier von genommen, da. Und den starten wir dann auch auf die Linie. Ne, so ein Außenrathaus nicht. Sondern das war Süd, Sonderhausen Süd. Der da war's. Und starten wir den. Da ist er. Wie bekommt er denn überhaupt 250 Sack Post? Der ist schon erstmal gut. Der macht schon mal was. Gut. Wie sieht's mit dem Geld aus? Der fährt jetzt da gleich hin. Eben waren wir bei dem 250 ungefähr, glaube ich. Ja, 150. Ich denke mal noch zweimal gefahren, dann ist er ein Plus. Der Postbulli hier, Sonderhausen Süd, haben wir schon erweitert. Dann brauchen wir da nicht mehr drüber stolpern. Ja. Jetzt sind wir hier. Radolfzell-Lidienstraße. Gut. An dem Bahnhof müssen wir dann weiter gucken, wo es weitergeht nächstes Mal. Radolfzell, Ostdeutsches Rathaus. Das ist ja hier rechts. Da ist das. Das heißt, da gibt es auch wieder eine Linie, die man da hinmachen muss, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wenn ich jetzt hier Dingens einblende. Ne, das war falsch. V brauchen wir. Ja, nützt nix. Passt schon.
Lassen wir mal so. Okay. Wir müssen nächste Folge auf jeden Fall mit der Passagierliste weitermachen oder Warenliste weitermachen, dass wir das abbauen, wo so große Aufläufe sind wie hier. Das ist ja viel zu viel, da müssen wir dran arbeiten. Das ist ja dann auch bares Geld, was da rumsteht, ne? Ich denke mal, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.